Willkommen zum Rückspiel des Kracher-Derbys zwischen dem TSV Lehnertz und der Borussia aus Fulda. Vor drei Wochen konnte Fulda vor eigener Kulisse die Partie durch ein tolles Freistoßtor von Marius Müller mit 1:0 für sich entscheiden. Heute wollen sich die Lehnertzer revanchieren und treten mit der ein oder anderen Überraschung in der taktischen Aufstellung auf. Sonnenberger mit Kress in der Innenverteidigung, Bräunung und Bartel außen, Schaf und Scholz auf der Doppel-6, Vogt rechts außen und Kemal Sawan im Sturm für Dominik Rummel. Das kam unerwartet. Oliver Bunsenthal hingegen lässt dieselbe Elf auflaufen, die sich am vergangenen Spieltag gegen Alzenau mit 3:1 durchsetzen konnte. Schwab, Ruhl, Milankovic und Dennis Müller bilden die Verteidigung, davor agieren Krause und Jaksch auf der Doppel-6, Merle Pomnitz und Marius Müller im Mittelfeld und im Sturm Matija Porecki. Gleich zu Beginn eine strittige Szene. Pomnitz behauptet über links den Ball, sucht in der Mitte Porecki und da liegt das Ding im Kasten. Aber der Assistent hat die Fahne oben und Schiri Weikenmeier aus Frankfurt entscheidet auf Abseits. Fraglich. Die Borussia macht in den ersten Minuten das Spiel. Lehnertz kommt selten aus der eigenen Hälfte, stattdessen die Gäste im Angriff. Gino Schwab auf Leon Pomnitz, knapp über des Kaisers Kasten. Nun mal der TSV. Mistretta wird zu spät attackiert und fasst sich aus 25 Metern ein Herz. Tobi Wolf kann nur noch hinterher schauen und da zappelt die Kugel im Netz. Das 1:0 für die Gastgeber nach 16 Minuten. Fulda zum ersten Mal in der Saison im Rückstand. Lehnertz ist jetzt bissiger und nur 2 Minuten später legen die Gastgeber nach. Tuscher auf Vogt, Mistretta schafft Platz und Kemal Sawan muss nur noch einschieben. 2:0 für Lehnertz, der Doppelschlag. Freistoß Borussia Fulda. Ähnliche Position wie schon im Hinspiel. Marius Müller legt sich den Ball zurecht, doch diesmal landet der Schuss im Lehnertzer Himmel. Und mit 2:0 geht es dann auch in die Kabinen. Da müssen die Gäste einen Gang hochschalten, damit hier noch was geht. Nächste Chance für den TSV. Kemal Sawan versucht sein Glück aus großer Entfernung, ganz knapp am Pfosten vorbei. Wir schreiben die 61. Spielminute. Pierre Mistretta tankt sich über rechts durch, Sawan lauert vor Keeper Wolf, setzt sich durch und macht seinen Doppelschlag perfekt. Das 3:0 für den TSV Lehnertz, jetzt wird es deutlich. Fulda wirkt ideenlos und harmlos nach vorn. Der eingewechselte Veteran Jerkovic versucht es aus der Distanz, aber Kaiser ist auf der Hut. Stattdessen Lehnertz wieder auf dem Weg nach vorn. Freies Geleit für Renato Tuscher durch die Hälfte der Gäste, Bräunung ist mitgelaufen und macht die Demütigung der Borussen perfekt. Das 4:0 für die Gastgeber. Lehnertz zieht sich ein wenig zurück. Matija Porecki dribbelt sich durch die gegnerischen Abwehrreihen und da überquert die Kugel die Linie. Porecki mit dem Anschlusstreffer. 4:1. Nochmal Freistoß für Fulda. Pomnitz oder Drägler? Der Neuzugang macht es Latte. Da hat nicht viel gefehlt für den Ex-Lehnertzer. Das Spiel nimmt nochmal richtig Tempo auf. Rummel auf dem Weg nach vorn, kann sich durchsetzen, legt ab auf den mitgelaufenen Vogt. Wolf pariert mit Unsicherheit, hat ihn im Nachfassen dann aber ohne Gefahr. In der Schlussphase hat Rummel erneut das 5:1 auf dem Fuß. Sein Abschluss ist jedoch zu harmlos. Es läuft nicht rund beim 21-Jährigen. Und dann ist Schluss. Der TSV Lehnertz revanchiert sich eindrucksvoll nach dem 0:1 im Hinspiel. 3.500 Zuschauer haben eine sehenswerte Partie miterleben dürfen, in der sich der TSV mit 4:1 durchsetzt. Wir haben die Stimmen zum Spiel. Derby, tolle Kulisse. Ich glaube, wenn das Spiel in der ersten Viertelstunde waren wir klar besser. Und ich würde sagen, wenn da das Tor fällt und es ist gefallen, ich weiß nicht, ob es abseits war, dann geht das Spiel vielleicht anders aus. Tore für Lehnertz sind zum richtigen Zeitpunkt gefallen, haben uns ein bisschen schwer getan, wieder ranzukommen. Dann fällt das dritte Tor. Ja, und dann haben sie es gut gemacht, 4-0, 4-1 und dann war es eigentlich schon vorbei. Ich glaube, unterm Strich verdient gewonnen, ja. Ja, der Trainer hat mich gestern angerufen, morgens, und hat gesagt, dass ich vorne im Sturm spielen werde. Und ich war erstmal überrascht, dass er mich überhaupt angerufen hat, weil die letzten 2 Wochen habe ich bei der zweiten gespielt. Und ja, hab da eigentlich gute Leistung gebracht, 2 Tore geschossen. Jetzt durfte ich vorne Anfang an vorne ran und ich denke mal, dass ich meine Leistung gebracht habe und die 2 Chancen eiskalt genutzt habe und 2 Tore geschossen habe. Ja, bin einfach
überglücklich, dass wir gewonnen haben. Ich glaube auch sehr, sehr verdient gewonnen haben und dass wir uns ja heute auch mit der Art und Weise revanchiert haben für das erste Spiel. Und ich denke, die Zuschauer haben ein geiles Spiel gesehen und bin einfach froh, dass wir gewonnen haben. Und mehr geht's auch nicht heute. Revanche eindrucksvoll geglückt, würde ich sagen. Wobei, wir waren in Borussia nicht unterlegen und heute kann so ein Ding auch anders laufen, wenn das Tor gegeben wird. Es war wohl keins, aber wenn es gegeben wird und dann hat man natürlich einen schönen, durch den Glücksschuss, sag ich mal, oder den schönen Weitschuss von Pierre, die Führung und dann haben wir befreit aufgespielt. Und vor allen Dingen, was mich heute gefreut hat, wir haben die Zweikämpfe angenommen und der Kemal Zawan, der hat sich da vorne durchgesetzt, das war einfach eine Augenweide. Ich denke, wir müssen heute nicht drüber reden, dass Lenartz heute das Spiel auch verdient gewonnen hat. Wir haben, denke ich, ganz gut ins Spiel reingefunden, die erste Viertelstunde, hatten eine ganz gute Kopfballsituation gehabt, die leider abseits gewesen ist. Und ich denke, spielentscheidend sind dann der Doppelschlag gewesen, dann so nach einer Viertelstunde, einmal durch den Sonntagsschutz von Pierre Mistretta und dann auch kurz nachher dann das Tor vom Kemal. Ja, und dann haben wir uns da im Endeffekt dann heute auch nicht so richtig erholt vorhin. Wir haben zwar versucht, nach vorne zu spielen, die zwei Tore haben natürlich Lenartz dann in die Karten gespielt, um dann ja, defensiv gut zu stehen und umzuschalten, unsere Fehler auszunutzen. Und so haben sie dann im Endeffekt dann auch in der zweiten Halbzeit ihre Tore gemacht. Man sieht einfach mal, wie einfach man dann trotzdem auch gewinnen kann. Lenartz hat versucht, mit vielen langen Bällen auf den Kemal Zawan heute zum Erfolg zu kommen. Also im Endeffekt auch nicht versucht, von hinten rauszuspielen. Und im Endeffekt ist es dann halt gelaufen, dass wir im Endeffekt dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr nachlegen konnten. Im Kollektiv im Endeffekt dann auch in der zweiten Halbzeit enttäuscht haben. Und ich denke, bis auf den Leon Pomnitz, der wirklich heute hier angekurbelt hat und gemacht hat, der mir Spaß gemacht hat heute, dann insgesamt leider als Mannschaft enttäuscht in der zweiten Halbzeit. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.